Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu weiteren morgendlichen Splatoon-Aktivitäten. Wir sind immer noch hier, wir sind immer noch frisch und spritzen morgens um 9 hier ein bisschen mit Japanern rum. Und völlig ab von dem Thema, was ich im letzten Part aufgehört habe, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was das Thema war. Ich habe zwischendurch tatsächlich auch verstanden, warum das Internet gerne weiße Tinte hätte. Das war nämlich tatsächlich etwas, wo ich irgendwann mal drauf gestoßen bin. Von wegen, warum bringt Nintendo keine weiße Tinte? Und ich dachte mir im ersten Moment halt einfach, ja klar, weiße und schwarze Tinte, warum eigentlich nicht? Das wäre doch auch mal ganz cool. Bis mir dann nach 1-2 Minuten klar geworden ist, weiße Tinte meint was ganz anderes. So, und ich hoffe hier lieber sein. Oh, damn it! Wie war sein Name? Taka irgendwas. Ich hoffe, der hat jetzt daraus auch gelernt und hört hier auf rumzusnipern. Camper-Sau. Da ist er wieder. Oh Gott, überall Sniper. Das war er wieder. Takanashi Kilikase. Also ich schätze mal, Takanashi ist sein Name und Kilikase im Sinne von schneidender Wind. Weil er so schnell oder gefährlich ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und hey, hier sind Wände. Das ist interessant. Ah, siehst du, hier sind jetzt die Wände aufgeploppt. Da ist jede Menge Gebiet, dass das gegnerische Team aus irgendeinem Grund hier nie einspritzt. Ich weiß nicht, warum das gegnerische Team hier nie hoch splatoont. Aber auf der anderen Seite, wir haben hier sowieso dominiert. Wenn sich hier gleich nicht in den letzten paar Sekunden noch was ändert. Hallo. Und auch Akun hat hier keine Chance. Ich hoffe übrigens, dass ich die Namen hier alle halbwegs richtig ausspreche. Meine Aussprache ist da spontan vermutlich nicht unbedingt die beste, aber auf jeden Fall richtig gut gewonnen. Das gegnerische Team, um Gottes Willen, scheinbar nicht gerade die besten Spieler. Allerdings wohl häufige Spieler. Sonst hätten sie nicht schon so eine hohe Stufe. Was, ja, kann, müsste, sollte man auch respektieren, immerhin. Auch wenn sie oft verlieren, auch wenn sie nicht unbedingt das größte Erfolgserlebnis haben, mit der geringen Punktzahl. Ja, sie bleiben am Ball und spielen weiter, haben Spaß, hoffe ich. Und das kann man respektieren, auch wenn das in einem Team-Shooter vielleicht nicht unbedingt die Teamkollegen sind, die man am liebsten sieht. Noch Mist! Da war er wieder, Takanashi. Ich nenne ihn einfach mal Takanashi, auch wenn das, glaube ich, gar nicht Takanashi war. Auf jeden Fall bin ich gerade einem... Oh Gott! Roller! Bin ich gerade einem Roller gefolgt... Bin ich gerade einem Inkling gefolgt, der definitiv Harry.
Oh, er kommt. Oh Gott, warum sind die immer zu zweit? Dammit, damit rechne ich nie. Wenn ich einen erledigt habe, gehe ich davon aus, dass ich meine Ruhe habe, aber nein. Kommt immer zu zweit. Ja, ich bin halt eher so einer, so ein Alleinkämpfer, ja. Ich gucke, wo sind meine Teamkollegen, dann gehe ich woanders hin und gucke, dass ich dort was hinkriege. Wobei das natürlich auch immer die Voraussetzung ist, dass alle im Team dann entsprechend auch was hinkriegen. Oh Gott! Oh Gott! Gegnerischer Roller! Den habe ich nicht gesehen. Sonst wäre ich da nicht runtergesprungen. Ich hatte oben eine gute Position und was mache ich? Ich springe da unten. Das ist natürlich selten dämlich. Oh Gott! Okay, das hier haben wir sowas von verloren. Damn, wird richtig platt gemacht. Ich finde es schön, wie es immer so klingelt, so kurz vorm Ende. Aber ja, die haben uns sowas von platt gemacht, das gibt's ja gar nicht. Ja, super. Da habe ich einen mit 0 Punkten im Team. Ja gut, dann ist es auch kein Wunder. Dann ist es tatsächlich kein Wunder. So, dann sind wir wieder im Camp Schützenfisch. Und mal sehen. Oh, diesmal spiele ich nicht mit dem Hasenpanzer zusammen. Sondern Usagi-Panzer. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Weil Panzer... Usagi-Panzer. Auf jeden Fall ist der Gute mit unserem musikalischen Freund hier zusammen. Und hier haben wir natürlich richtig üble Karten, wenn wir hier Leute mit so einer Reichweite haben. Von daher nutze ich hier spontan mal eine andere Taktik und gucke erstmal, dass mein Bonus hier aufgeladen ist. Und unser Gebiet hier hinten eingenommen. Dann kann ich die hier nämlich einfach mal ein bisschen stressen. Auch wenn ich glaube ich... Ah, doch. Ich habe den Hasenpanzer erwischt. Gott, macht mir doch keine so Angst. Ich sehe nur hinter mir lila Tinte und plötzlich taucht jemand hinter mir auf. Da denke ich doch natürlich, dass das ein Gegner ist. Um Himmels Willen. Aber apropos Gegner, wo sind die denn alle? Ich meine nicht, dass ich mich beschweren möchte. Ich bin ja froh, wenn ich hier meine Ruhe habe. Aber die Frage ist berechtigt, oder? Wo sind die denn? Ach, und da... Da tintet jemand mein Gebiet wieder ein. Ah, die Sau. Ah, da sind Gegner. Gegner! Ich bin weg. Tschüss. Das hat nicht funktioniert.
Natürlich funktioniert das gegen Schwapper nicht. Das hätte wahrscheinlich gegen alles andere auch nicht funktioniert. Ach, goddammit. Kann das denn sein, dass die hier nochmal ein Comeback veranstalten? Dann gehe ich halt hier hinten rum. Das glaubst aber auch nur du. Aber schön, dass hier noch mehr die Idee haben, auch mal die Gebiete einzutinten. Auch wenn das in dem Fall jetzt ein bisschen unpraktisch ist, weil wenn Gegner eine Idee haben, ist das generell kein gutes Zeichen. Und da eine letzte Tintsuka nochmal auf die gegnerische Basis. Ich denke, dieses Match haben wir gewonnen, ohne Probleme. So gefällt mir morgendliches Rumspritzen. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Camp Schützenfisch und einem Match, das etwas zu lange lädt. Dammit. So, dann probieren wir das nochmal und oh Gott, ich bin rosa. Ja, dich habe ich gesehen. Es hat nur nichts geholfen. Mist. Vor allem, weil von der anderen Seite auch gleich noch einer kam. Hat das natürlich absolut nichts geholfen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich zuerst mal bei uns hier hinten, also ich bin jetzt gerade dabei, bei uns hier hinten ein bisschen was einzuklecksen. Aber ich glaube, mein Team braucht vorne an der Front auch ein bisschen Unterstützung. Ich helfe euch ein bisschen irgendwie. Ich versuch's. Ja, guckt euch das mal an. Alles grün. Hier ist alles grün. Das ist doch zum Mäusemelken ist das doch. Vielleicht nicht unbedingt. Ach, dammit. Gott. Der kann, die können aber auch zielen mit dem Ding. Das gibt's gar nicht. Da. Dammit. Was ist das denn? Es waren zu viele Katakana, als dass ich sie hätte so schnell lesen können. Irgendwas mit Schoko... Schokoleto oder so? Irgendwas mit Schokolade, ich weiß es nicht. Boah, Bomben! Oh, Roller! Ah. Yuma! Volle Kanne eingekleckst hier. Och, und da ist es auch klar. Springe ich mitten in einen. Ich habe keine Ahnung, was da sein soll. Das ist bestimmt irgendwas Japanisches, was ich nicht verstehe. Das klingt nach einer Schokoladenmarke, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es ist ein Copyright-Symbol hinten dran, von daher. Keine Ahnung, ob er sich das ausgedacht hat, ob das irgendwie eine japanische Schokoladensorte ist oder sowas. Es kann ja durchaus... Nein, ach, da trifft er mich ja. Er erwischt mich aber auch jedes Mal, diese Sau. Ich bin aber auch blöd und mach da mit. Das ist unfassbar. Nein, nicht schon wieder! Aber gewonnen. Immerhin.
Und die war der beste Spieler. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns das doch mal an. Das Schokolade-Tune. Ach so, jetzt verstehe ich. Schokolade-Tune ist eine Mischung aus Schokolade und Splatoon. Ja? Also quasi Schokotun. Wenn man das im Deutschen halt einfach nicht sagen kann, aber ja. Gut, hier will offensichtlich keiner mitspielen bei mir hier unten. Soll mir, das muss ich ja auch immer ganz ehrlich sagen, allerdings auch recht sein. Solange danach keiner kommt und das Gebiet hier wieder orange splattet, soll mir das sogar sehr recht sein. Dann gehe ich nämlich hier mal gemütlich in die gegnerische Basis und nehme die ein, weil sonst nichts zu tun. Oh Gott, Mist! Ah, diese Rollerspritzer hier, das gibt's doch gar nicht. Und hier hat irgendwer hat mein Gebiet orange gemacht. Ihr Schweine! Ich werde mich rächen. Gleich. Gut, das hier gefällt mir natürlich gar nicht. Das kann ich allerdings auch nicht kaputt machen. Das ist richtig ungünstig. So, wo versteckt er sich? Ich wusste, dass er noch da ist. Ah, Schokolade-Tune. Ein Roller-Camper. Unfassbar. Ugh. Lauf aber auch genau rein. So, das war's. Das haben wir verloren. Weil ich so blöd bin und lauf in sowas rein. Das wird wahrscheinlich knapp. Und wenn ich da nicht reingelaufen wäre, dann hätte es das tatsächlich... Ja, wobei, das war vielleicht auch doch gar nicht so knapp. Okay, das sah um einiges knapper aus, als ich dachte. Dammit. Ist aber auch echt ein Riesenunterschied zwischen den drei guten Spielern, die über 1000 Punkte kriegen, und den anderen, die eventuell nicht mal 500 schaffen. So, und wieder mal ist die Verbindung abgebrochen. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass ich hier mehr oder weniger mit Japanern nur spiele. Und wir haben wieder einen Papa. Allerdings nicht zu verwechseln mit dem Papa, den wir vom letzten Part kennen. Denn dieser hier ist Stufe 36 und spielt nicht mit einem Pinsel. Oh, wow. Da wurde gleich mal so richtig splatoont hier. Oh, wie sie hier alle... Mann, okay, dann gehe ich halt oben hin. Wenn ihr unten alles macht, dann gehe ich halt oben hin. Mein Gott. Und ich finde es auch sehr interessant, dass hier tatsächlich erst nach einer Zeit die... beziehungsweise, dass hier nach einer Zeit einfach nochmal die Tore runterkommen.
Oh, Mist. Da wurde ich noch vom letzten Papa-Splatter erwischt. Wenn man das so sagen kann. Wenn man das so sagen sollte. Aber ja, wollte ich irgendwas sagen? War ich irgendwas beim Reden? Nee, ne? Ja, manchmal kann es auch wichtig sein, sowas einzusplatten, mal abgesehen davon, dass das gegnerische Team hier gerade sowieso die Hosen voll kriegt. Kann ich mich auch um solche Kleinigkeiten kümmern. Denn hier nach einer Minute kommen die, beziehungsweise wenn eine Minute noch übrig ist, kommt hier sowieso die Wände runter. Dann kann ich mir das Gebiet hier oben noch schnappen, das hat bisher nämlich auch keiner gesplattet mal wieder. Scheint ein oft vergessenes Gebiet zu sein, das Ding hier. Aber gut, das hat das gegnerische Team jetzt wohl auch gerade gemerkt und geht von ihrer Basis aus zu unserer Basis rüber. Das finde ich jetzt auch ein bisschen uncool. Aber gut, so alles in allem, wie gesagt, die haben die Hosen voll gekriegt, aber so richtig. Keine Chance. Absolut null. Ich wüsste mal gerne, ob es irgendwer schon mal geschafft hat, in einem Match tatsächlich 100%, also nicht ein Team, sondern beide Teams zusammen, aber tatsächlich 100%. Das würde mich echt mal interessieren. Und ein weiteres Mal spielen wir auf der Tümmerkuppel und ein weiteres Mal haben wir einen Papa in unserem Match. Allerdings nicht in unserem Team, sondern hier haben wir einmal den Papa und einmal einen guten Inkling, der sich fragt, ob er Hibiki ist. Nehmen wir tatsächlich, ist es wieder ein anderer Papa, nicht einer der Papas, gegen die wir bisher schon mal gespielt haben. Dieser hier ist nämlich jetzt Stufe 26. Ihr seht's, ziemlich viel Paparei. Überall Paparazzis quasi. Ich wollte doch nur da so eine blöde Mine hinlegen. Mann, dafür habe ich mich jetzt geopfert. Nur dafür, dass die Mine gleich explodiert. Das ist Scheiß. Sowas ist Tintenverschwendung. Da steht einer. Von wo? Von. Ach, von da unten. Von Hibiki. Damit. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Warte dich. Mist, da bin ich nicht nah genug gekommen. Das ist eben, wie gesagt, man steht da oben relativ offen. Wenn man es allerdings hinkriegt, die Gegner da tatsächlich mal zu halten, dann hat man oben schon relativ gute Chancen, sie auch tatsächlich zu erwischen. Vorausgesetzt natürlich man... Mist, Volltreffer und auch gleich wieder mit einer Superwaffe und einer normalen Waffe. Weil ich von einem einzigen nicht zu stoppen bin. Vielleicht. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Vielleicht
schießen sie auch einfach nur gern mit Spatzen auf Tauben. Was macht er denn hier? Ist ja völlig irre. Geht hier mit einer Fernschusswaffe auf Nahkampf. Der hat das Ding mit der Fernwaffe wohl nicht so ganz verstanden. Das Prinzip, aber, mein Gott, war ja zu meinem Vorteil. Von daher, vielleicht kriegt das noch mit. Vielleicht lernt er. Wer weiß, wir werden es nicht erfahren. Auf jeden Fall werden wir gleich erfahren, dass wir das Match hier hoffentlich gewonnen haben. Sieht zumindest relativ orange aus. Und ja, 55 zu 33 gefällt mir. Ich würde sagen, 3 Matches haben wir noch. Da haben wir nämlich auch das Schuluniform-Outfit aufgelevelt. Das würde ich gerne noch schaffen. Da sind gleich 2 unterwegs. Das ist natürlich uncool. Und gut, dass der mich nicht erwischt hat. Und gut, dass die mich nicht erwischt hat. Oh, yes. So gefällt mir das. Na, Gott. Ja, gut, dagegen kann man dann irgendwie nicht mehr viel tun. Da ist man dann leicht ausgeliefert. Oh, Volltreffer. Wow. Ja, der Blaster ist schon eine gute Waffe, wenn man tatsächlich gegen andere Inklinge kämpfen möchte und mit zielen kann. Das ist natürlich auch irgendwo immer Voraussetzung. Da ich, wie gesagt, allerdings eher jemand bin, der darauf erpicht ist, Gebiet einzunehmen, ist das definitiv auch keine Waffe für mich. Ja, ich bin jemand, der in feindlichem Gebiet ein Tinferno plötzlich loslässt. Und nicht nur das Tinferno kommt in das gegnerische Gebiet, sondern ich bin im gegnerischen Gebiet. Ja, sowas, das ist mein Stil. Und da in der letzten Sekunde nochmal schön unten rechts in die Ecke, da werdet ihr gleich einen rosa Fleck sehen, das ist meine. Und ja, damit würde ich sagen, das war ein Sieg auf ganzer Linie.
So, und ich nutze jetzt einfach spontan mal die Taktik und warte die ersten 30 Sekunden einfach mal komplett ab und tue nichts, weil das eine super Taktik ist. Nee, ich musste ganz dringend ins Bad, weil ich habe gehört, dass da eine Überschwemmung herrschen würde und tatsächlich in meinem Bad waren wohl auch Inklinge unterwegs, auf jeden Fall. Na gut, wobei, nee, es ist ja nicht farbig, es ist nur einfach alles nass. Aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, ich war heute Morgen duschen und seitdem vermehrt sich irgendwie das Wasser auf meinem Boden. Ich kann euch echt nicht sagen, woran das liegt, weil es läuft nicht. So ist ja nicht... Also es ist nicht so, als wenn ich das Wasser vergessen hätte abzudrehen und hier jetzt alles volllaufen würde. Nein, tatsächlich, das Wasser ist aus. Ich habe keine Ahnung, wo das ganze Wasser plötzlich herkommt. Es ist ein bisschen so, als würde das Wasser, mit dem ich mich geduscht habe, innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden sich einfach auf dem Boden verteilen. Es ist durchaus seltsam. Deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil irgendwie... Aber gut, ich musste halt jetzt dringend gucken, ob nicht eventuell die Heizungsrohre nochmal geplatzt sind. Das passiert in meinem Haus nämlich auch öfter. Platzende Heizungsrohre ist ein geiler Scheiß. Gerade am Wochenende, wenn die Heizung tropft und es dann heißt, dass der Hausmeister erst am Montag kommt, man zwei Tage quasi tropfend hier sitzt, was okay ist, solange man zu Hause ist und den Untersteller wechseln kann. Wenn man dann allerdings am Wochenende arbeiten muss, ist das richtig unpraktisch, weil wenn man dann nach Hause kommt, steht nicht nur das Bad unter Wasser. Da ich allerdings, wie gesagt, gerade keine direkte Quelle ausmachen konnte, die Heizung ist es jedenfalls nicht. Es läuft nirgends Wasser. Von daher, ich habe wirklich keine Ahnung, wo das herkommt. Und ich kann nicht mehr tun, als gleich eventuell einfach nochmal in Ruhe zu gucken. Ich habe keine Ahnung. Einfach abwarten. Normalerweise geht es auch wieder weg. Ich finde es aber auch ganz geil, dass ich, obwohl ich die erste halbe Stunde nicht gespielt habe, immer noch 1400 Punkte fast habe. Oh, und das reicht. Ja, na klar, das reicht schon. Und ja, damit beenden wir diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part mit Operation Goldfisch.